Herzlich willkommen, liebe Zuseher, bei Ich hab da was TV. Heute eine Sondermeldung. Ich habe da was ganz Besonderes für euch. Hier die Sandra und da mit der Sandra dabei die Frau Herbert. Hallo Sandra, hallo Frau Herbert. Hallo. Sandra, magst du unseren Zusehern erzählen, um was geht's bei der Frau Herbert, bei dir? Wer bist du? Erzähl einmal ein bisschen was über dich. Ja, also ich bin die Sandra, komme aus Österreich und bin 28 Jahre, aber wenn man es mir nicht ansieht. Das ist die Frau Herbert, mein Bus seit nicht so langer Zeit. Leider eher aus unglücklichen Umständen. Also der Bus, die Frau Herbert, ist, der Name kommt von meinem guten, aber leider von uns gegangenen Freund Jürgen. Und der Jürgen hat für mich eine sehr große Bedeutung im Leben, auch wenn wir gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber voll der Selbermacher, Bastler und hat das Wissen immer sehr gern weitergegeben. Und jetzt habe ich sowas in der Art mit diesem Bus von ihm vor. Also das heißt, du hast ein bisschen Persönlichkeit vom Jürgen noch da in dem Bus? Ja, für mich schon. Also ich hoffe, dass damit irgendwie auch so seine Philosophie weiterleben kann. Das ist sehr schön, Sandra. Sandra, du hast das vorher schon gesagt, du hast ein Vorhaben. Um was geht es? Was magst du? Also, dieser Bus, der jetzt gerade noch voll nackt und im Rohzustand ist, soll einmal ein Schulbus werden. Also ich habe dieses Experiment, dieses Projekt Frau Herbert ein Schulbus genannt, weil für mich ist Lernen ganz was Wichtiges und ich lerne unglaublich gern und ich glaube, das würde ich auch gern weitervermitteln, so die Freude am Lernen und die Neugier. Ich würd, jetzt nur kurz fürs Verständnis, das heißt Schulbus. Du bist unterwegs mit dem Bus und lernst den Kindern dann Sachen über Naturkunde, alles Mögliche. Wie schaut das aus? Was machst du genau mit dem Schulbus? Also dieser Schulbus soll jetzt so ausgestattet werden, dass man da damit die Umgebung erkunden kann. Ob das jetzt Wald, Wiese, Acker, sonst was ist, soll Mikroskope beinhalten, Lupengläser, Ferngläser, was auch immer so junge Forscher und Forscherinnen brauchen. Und dann kann man mit dem Bus sich wo treffen, wo auch immer man erkunden mag und lernen und hoffentlich Spaß am Lernen haben. Was in einer Schule, wo man sitzt, vielleicht oft nicht so davor ist. Das ist vielleicht ein etwas anderes Projekt, also, so, genau. Also kein quasi fliegendes Klassenzimmer, sondern ein fahrendes Klassenzimmer. Sozusagen, ein etwas anderer Schulbus. Vorher im Gespräch, liebe Sandra, hast du mir erzählt, du hast ja auch vor, ins Ausland mit dem Bus zu fahren, sprich bis nach Rumänien, Karpaten hinauf. Was möchtest du dort machen mit den Kindern? Was gibt es da für einen Plan? Ja, also Reisen ist mir immer schon ganz wichtig gewesen, ob das jetzt Rumänien ist oder vielleicht irgendwo anders auch irgendwann noch hin. Also ich glaube, hoffentlich werden wir noch lange Zeit verbringen. Aber du wirst dort, du schon gut herrichten. Ja, dort habe ich, Achtung. Der darf halt ins Bild, das ist voll okay, glaube ich. Dort würde ich gerne sowas machen, Lernmaterialien entwickeln, die, wo man nicht viel gesprochene Sprache braucht, weil natürlich unterschiedliche Sprachen. Klar, aber eben, ich glaube, so Zusammenhänge verstehen, Kreisläufe kennenlernen, Umwelt, das ist was, das funktioniert auch ohne Sprache und ich glaube, da kann ich was weitergeben, auch im Ausland an Kinder. Das auf alle Fälle. Jugendliche, also ja. Wirklich ein tolles Projekt, liebe Zuseher. Die Sandra baut den Bus um, eben vom verstorbenen guten Freund, eben erhalt so ein bisschen den Spirit. Ja. Liebe Zuseher, wie könnt ihr die Sandra unterstützen? Eben, sie macht sich auf den Weg, der Bus wird gerade hergerichtet, ja, also das wird ein kleines Schmuckkästchen. Wie können wir dich unterstützen, Sandra? Ja, also für mich sind einerseits Sachspenden natürlich ganz wichtig. Also wie ihr, naja, ich setze es nicht so gut, aber der Bus ist komplett leer. Also ja, wir werden schon ein paar Aufnahmen noch zeigen. Ob das jetzt ein Mikroskop ist, eine Solaranlage fürs Dach oder eine Fußbodenheizung, also ich kann noch sehr viele Hilfe in dürfen uns auch Geld spenden, Sachspenden, beides? Geld spenden, alles. Mir ist wichtig, wenn jemand diese Philosophie gern hat und super, auch gern neugierig durch die Welt sich bewegt, sich bewegt, ja. Genau. Das gefällt mir, das gefällt mir. Genau, jetzt kriegen wir gerade noch von der Regie hinten den Einwurf. Bitte, die Sandra, wissen Sie, wir sind live vor der Kamera und das ist dann immer mal vergisst. Nein, du möchtest deine Crew auch ein bisschen rekrutieren, Leute, die mitmachen. Ja, wenn es irgendwo Menschen gibt, die daran Interesse haben, ich reise gerne, ich teile das gerne, was ich habe. Also du nimmst doch Menschen mit? Ich nehme
Ja, weil man sie zusammenfindet. Oder ich besuche Menschen, die schon in der Umweltbildung tätig sind oder sonst wo und kann was von euch lernen. Also das ist ja auch ein schöner Austausch, der möglich ist. Super, liebe Zuseher, ihr merkt, das ist ein Riesenprojekt, da steckt der Energie. Ich kann euch das gar nicht sagen, das spürt man richtig, Sandra. Und das ist auch gut so. Ja, liebe Leute, alle Informationen findet ihr unten eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Da könnt ihr Sandra eine Mail schreiben, da könnt ihr euch hinwenden, ihr Spenden geben, Sachspenden, Geld spenden. Ich glaube, sie ist über alles dankbar, um das Projekt zu realisieren. Sandra, ich sage Dankeschön, Frau Herbert, wirklich eine gute Fahrt. Toi, toi, toi. Und halt uns bitte am Auffinden. Ja, danke sehr. Dankeschön, Wiederschauen. Ciao.